Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wetter ist viel zu gut, meine Laune ist viel zu gut und deswegen werde ich ja genau, Herr Kollege Kaiser, deswegen werde ich jetzt auch überhaupt nicht die Unterstellung von Motiven hier beantworten und darauf eingehen. Ich will mich an der Stelle freuen. Ich will mich an der Stelle freuen, dass die Fraktion der FDP eben in der Obleuterunde auch zugestimmt hat meinem Anliegen, dass wir eine Anhörung dazu machen. Und dann wird es ja vielleicht auch deutlicher werden, wie differenziert die Lage in Nordrhein-Westfalen ist, wie differenziert es ist und dass es überhaupt nicht zuträglich ist, was hier an Polarisierung, und das ist ja interessant, an Polarisierung in der Orchestrierung durch einen Lehrerverband dann produziert worden ist. Denn ich will Ihnen mal ein bisschen erzählen aus unserem Gespräch und der ersten Einladung an die schulformbezogenen Elternverbände. Und wir hatten ganz bewusst die katholische Elternschaft Deutschlands auch dazu eingeladen, weil wir Ihnen gesagt haben, wir suchen nach einem Modell und wir möchten mit Ihnen darüber reden, wie können auch eine Konstruktion sein, dass auch die Frage der Ersatzschulen mit berücksichtigt ist, die Schulen der freien Träger, wie kann das eigentlich sein? Und wir hatten eingeladen dazu auch Vertreter, Elternvertreter aus anderen Bundesländern, aus Baden-Württemberg und aus Niedersachsen. Und das Interessante ist, wenn man sich das Ergebnis angehört hat des Vortrags, und das werden wir dann noch mal gemeinsam erleben, Herr Kaiser, dass Sie dargeboten haben, haben gesagt, es ist eine starke Stimme. Und wir können schulformübergreifend und schulformbezogen, können wir die Anliegen der Eltern mit einer Stimme deutlich machen. Das ist kein Einheitsvotum, das ist kein undifferenziertes Votum, sondern das stärkt die Eltern. Und dass wir die Eltern stärken wollen in Nordrhein-Westfalen, das haben wir eigentlich gleich 2010 sehr deutlich gemacht, indem wir nämlich die Drittelparität wiederhergestellt haben in den Schulkonferenzen, sodass Eltern und dass Schülerinnen und Schüler ihre Stimme dann auch erheben können, und zwar vor Ort. Und dieses Prinzip, das möchten wir gerne fortsetzen. Und ich glaube, man kann, wenn man mit den Stadtschulpflegschaften ins Gespräch kommt, das sehr deutlich ablesen, dass auch es dort gelingt, schulformbezogene Aspekte sehr deutlich zu machen und auf der anderen Seite aus der Elternperspektive den Dingen wirklich Gewicht zu geben. Und, Herr Kollege Kaiser, ich will auch noch darauf verweisen, Frau Hendricks hat schon angedeutet, wir beide gehören zu denjenigen, die die Stadtschulpflegschaften hier im Land mit befördert haben, die Landeselternkonferenz mit befördert haben, ins Leben gerufen haben. Da kann man nun wirklich nicht sagen, dass das ein unkritischer Elternverband gegenüber jeglicher Landesregierung wäre. Ja, meine Güte, das ist doch Realitätsverweigerung. Also von daher, hier ist eine ganze Menge versucht worden, subversiv zu erzählen, und leider hat das keine Substanz. Also von daher lässt mich das jetzt erstmal sehr beruhigt, weil wir das ja in der Anhörung noch mal miteinander entfalten wollen. Und natürlich gehört dazu auch, dass privatrechtliche Vereine sind. Und die können arbeiten und die können Stellungnahmen abgeben. Aber natürlich, das wird in keinster Weise beschnitten. Ich bin selber 7 Jahre lang Vorsitzende eines solchen Elternvereins gewesen, nämlich des Landeselternrats der Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich werden Eltern aus ihrer Perspektive da auch weiterhin ihr Votum abgeben. Aber die Frage, ob wir die Eltern institutionell stärken können, indem wir den Stadtschulpflegschaften auf der Bezirksebene und auf der Landesebene dann eine starke Stimme geben, das ist in der Tat eine Frage. Und die wollen wir gerne gemeinsam im Dialog erörtern. Und niemand wird in irgendeine Konstruktion hineingezwungen. Aber auf einen Punkt will ich auch noch mal eingehen. Das hat die Kollegin Hendricks auch schon angedeutet. Mit dieser Konstruktion der privatrechtlichen Vereine ist es einfach so, dass wir Elternvereine haben, die können es sich leisten, eine Elternvertretung zu haben. Und andere Eltern können es sich nicht leisten, auf der Landesebene eine Elternvertretung zu haben. Und das müsste uns eigentlich als Demokratinnen und Demokraten auch zu denken geben. Also von daher freue ich mich auf den Dialog in der Anhörung mit einem vielstimmigen Elternvotum, das wir dann erleben werden. Denn zum Beispiel die Grundschuleltern sind da ganz anderer Auffassung als der Gymnasialverband. Und wie gesagt, was mich bedenklich stimmt, dass ein Lehrerverband diese Pressekonferenz orchestriert. Und ob das wirklich die Elterninteressen sind, frage ich mich dann auch. Dankeschön.